Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Weltquest, das innere Feuer entzünden. Die spielt sich ab in Heilsturz, in diesem Gebiet hier. Ich starte von hier aus. Bin auch schon mitten im Weltquest-Gebiet so ziemlich. Und wir sollen jetzt die Fackel entzünden. In diesem Gebiet. Aber hier kann man nichts entzünden. Außer, man schaut hier ganz an den Rand. Hier, das ist die Fackel. Die muss man entzünden. Und dann darf man aber die Gruppen versammeln. Das macht man, indem man zu den Gruppen hinläuft. Dann erscheint der Extra-Knopf. Der kann bei euch auch woanders sein. Ihr habt euer Interface selbst eingestellt. Und da 1 von 6. Dann geht's weiter. Dann ist hier unten noch eine Gruppe. Wieder hinlaufen, Extra-Knopf drücken. Man macht auch eine schöne Pose dabei. Dann ist hier noch eine Gruppe. Ich mache jetzt bei keiner Gruppe die Map auf. Einfach Video schauen, nachmachen. Schaut mal die Pose. Wow, voll das heilige Licht. Ich bin quasi ein DK als Paladin unterwegs. Ich verbreite das heilige Licht. Hier erscheint auch noch ein extra Knopf. Dann haben wir hier bei dieser Gruppe noch einen extra Knopf. Und jetzt noch einmal. Und dann sollte die Weltquest abgeschlossen sein. Achtung. Nochmal in Pause gehen. So, schön ins Licht. Und... Boom. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen, diese Weltquest abzuschließen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal, könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!